Im Wald und auf der Heide, da suche ich meine Freude. Ich bin ein Jägersmann. Die Forsten treu zu hegen, das Wildbret zu erlegen, mein Lust habe ich daran. Mein Lust habe ich daran. Die Jagd. Einst elitäres Brauchtum alter Männer. Heute für viele ein Hobby zwischen Natur und Tod. Eine neue Generation ist auf der Pirsch. Unterwegs mit Jägern und Gejagten, zwischen Trophäen, Kühlkammern und dem nächsten Schuss. 4.30 Uhr in Mecklenburg-Vorpommern. Gerold und Paul Reilmann sind auf dem Weg in ihr Revier. In den sozialen Medien nennen sie sich Hunter Brothers. Sie sind beide Mitte 20. Die Jagd ist ihr Leben. Wir fahren jetzt gerade in unser Revier, also das ist der Wald unserer Eltern. Und wir wollen jetzt mal nach einem Rehbock schauen oder vielleicht auch einer Sau. In Deutschland darf man ausschließlich in ausgewiesenen Gebieten, den Jagdbezirken, jagen. Das regelt das Bundesjagdgesetz. Bei Gebieten in Privatbesitz entscheidet der Eigentümer, ob dort gejagt werden darf. Das Wetter ist heute Morgen optimal. Es ist nicht zu kalt, es ist trocken. Und dementsprechend glaube ich schon, dass wir ganz gute Karten haben. Im Morgengrauen kommt das Wild auf die Wiesen, um zu äsen. So beschreibt die Jägersprache die Nahrungsaufnahme der Tiere. Scheinwerfer aus, um kein Tier aufzuschrecken. Jäger sein heißt unauffällig sein. Paul und Gerold teilen sich auf. Ich wünsche euch viel Glück. Halt man's heil, Paul. Gewehr und Fernglas gehören zur Grundausstattung und Kleidung in Tarnfarben. Die auffällige Kappe ist Teil der Sicherheitskleidung und hat Signalwirkung für andere Jäger. Wildtiere können orange nicht sehen, blau dagegen schon. Keine gute Farbe für Jäger. Da steht ein Rehbock. Der ist auch noch sehr stark. Da steht ein Rehbock. Aber der hat schon Spitz. Fürs Laienauge ist es kaum zu erkennen. Der Jäger sieht es von Weitem. Der Rehbock äst auf der sogenannten Bühne. Gerold Reilmann nutzt einen Schalldämpfer. Das ist seit ein paar Jahren erlaubt. Der Mündungsknall wird so reduziert und der Jäger kann theoretisch auf einen ablenkenden Gehörschutz verzichten. Der sogenannte Ansitz ist die am häufigsten durchgeführte Art der Jagd. Der ideale Beobachtungsposten, ohne vom Wild überhaupt wahrgenommen zu werden. Wichtig sind Geduld und warme Kleidung, denn wer friert, kann nicht sauber schießen. Der Jäger beobachtet das Tier und schätzt es ein. Noch ist sich Gerold nicht sicher, ob er den gesichteten Rehbock überhaupt erlegen darf. Jetzt einen Rehbock zu erlegen, der zu jung wäre. Oder der jung und sehr stark für sein Alter ist. So einen Rehbock sollte man nicht schießen. Ich muss mal einmal durchs Gewehr gucken. Da habe ich eine größere Vergrößerung. Also ich glaube, den könnten wir schießen, wenn er rauskommt. Der Bock kommt nicht näher. Und auf diese Entfernung kann Gerold keinen sicheren Treffer anbringen. Der erwachende Wald entschädigt ihn für die entgangene Beute. Ich find's einfach traumhaft jetzt im Mai, wenn man beim Morgenansitz ist und die Natur einen um einen herum erwacht, wenn man jetzt mal hört, wie die Vögel zwitschern. Das ist einfach herrlich. Außer Vogelgezwitscher ist auf dieser Lichtung aber nicht mehr viel los. Kein Wild weit und breit. Der Rehbock ist verschwunden. Gerold entscheidet sich abzusteigen. Paul. Guten Morgen. Das war hier sowas von die falsche Adresse heute früh. Ah, ihr habt noch nicht lange genug gewartet.
denke ich. Nee, das Ding ist, der Wind geht die ganze Zeit von da nach da. Okay. Dann versuchen wir jetzt einen neuen Angriff. Ja. Jagen ist in Deutschland Tradition und Trend. Mittlerweile zählt der Deutsche Jagdverband rund 400.000 Jägerinnen und Jäger in Deutschland. Seit Jahren steigt die Zahl stetig an. Nur etwa 1.000 von ihnen üben die Jagd als Beruf aus. Der große Rest geht nebenberuflich auf die Pirsch. Glücklich ist, wer ein eigenes Revier besitzt. So wie die beiden Reilmann-Brüder. Unser Papa ist Jäger, unsere Onkels sind alle Jäger. Das lag uns quasi einfach im Blut. Und wir sind einfach, seit wir denken können, mit Papa zusammen in den Wald gegangen, haben alles von klein auf mitgemacht und gelernt von ihm. Und ja, als wir dann unsere eigenen Schritte irgendwann gehen konnten, wurden wir auch immer passionierter. Genau. Wir haben dann beide relativ früh, das heißt relativ früh, so früh wie möglich, unseren Jagdschein gemacht. Schon mit 15 haben wir dann an unserem 16. Geburtstag den Jagdschein bekommen. Und ja, seitdem sind wir eigentlich ununterbrochen auf Jagd und haben dann irgendwann noch dazu angefangen, das ein bisschen zu professionalisieren. Und jetzt ist unser Beruf. Die Brüder jagen im Wald der Familie. Auf dem Ansitz hat Gerold heute nichts erlegt. Eine Pirsch durchs Revier soll ihm nun Beute bringen. Des Weidmanns Erfolg hängt auch von der Windrichtung ab. Jägerfaustregel: Augenwind ist gut, Nackenwind ist schlecht. Das Wild wittert den Menschen mit seinem ausgeprägten Geruchssinn sofort. Auch laute Geräusche im trockenen Laub schrecken die Tiere auf. Im Unterholz bewegt sich was. Gerold setzt zum Schuss an. Der soll das Wild möglichst schnell zur Strecke bringen. Wie schnell, das schreibt sogar das Bundesjagdgesetz vor. 2000 Joule Auftreffenergie auf 100 Meter. Das muss jetzt ganz schnell gehen. Also da unten war ein Rudel Dammwild. Da wollte ich ganz gerne ein Schmaltier draus erlegen, die Küche. Dann sprang jedoch plötzlich direkt vorne vor uns ein ganz schwacher Bock auf. Also ein Rehbock, der für sein Alter ein bisschen zu schwach ist. Und ja, der verhoffte dann da hinten auf einer Lücke nochmal ganz gut. Und dann konnte ich die Kugel antragen. Und der Bock liegt. Das hat ganz gut geklappt jetzt. Statt einem Schmaltier hat es also einen Bock erwischt. Als Schmaltier wird in der Jägersprache das weibliche Tier der Arten Rothirsch, Dammhirsch und Siekerhirsch bezeichnet. Schmaltiere haben noch nicht gekalbt. Nachdem sich der Jäger vom Tod des Tieres überzeugt hat, entlädt er seine Waffe, damit nichts mehr passieren kann. Man hat den Leben genommen. Man braucht sich jetzt nichts einreden, dass der krank war oder Leiden hatte oder irgendwas. Nein, wir haben einfach nur ein Tier aus dem Bestand entnommen. Haben dafür gesorgt, dass es nicht zu viele werden natürlich. Man muss einfach wissen, warum man das tut. Also ich weiß halt, wir dürfen hier bei uns im Wald so und so viele Rehe haben. Und wenn es halt zu viele werden, dann tut es dem Wald nicht gut. Und vor allem auch dem Wild nicht gut, weil sie dann krank werden, wenn es zu viele werden. Und hier haben wir jetzt einen Jährlingsbock erlegt. Der hat so, ich denke mal, 12 Kilo. Und das ist natürlich bestes Fleisch. Der hatte jetzt keinerlei Stress, wurde heute Morgen hier im Wald plötzlich fiel er tot um. Und da kann man sich jetzt einfach drauf freuen, wenn der in die Kühlung kommt und dann später in die Küche. Weil das ist einfach das Beste, was man essen kann. Blut aus der Nase bedeutet, dass Herz und Lunge getroffen wurden. Zeichen für einen schnellen und somit schmerzlosen Tod. Fehlt nur noch das sogenannte Bruchzeichen. Bruch steht für Ast, eine Jägertradition ganz im Sinne der Weidgerechtigkeit, des Ehrenkodex der Jäger. Sie wollen so dem Tier noch einmal Respekt zollen. Das ist Tradition, die Bruchübergabe. Das sehen wir in den letzten Bissen. Den steckt, also das ist ein Zweig, den steckt man dem Tier in den Eser. Es ist einfach eine Respektzollung. Dann das ist der Besitznamebruch, der aus der Tradition heraus soll anderen Jägern zeigen, die jetzt im Wald über das
Tier stolpern würden, dass ich als Jäger dieses Tier erlegt habe und es bereits gefunden habe und später kommen werde und es abholen werde. Und dann gibt es noch den Erlegerbruch. Waldmannsheil. Waldmannsdank. Den hängt man sich an den Hut oder ich mir ans Käppi. Und der signalisiert und zeigt den anderen Jägern, dass ich erfolgreich war und Waldmannsheil hatte. Wer in Deutschland jagen will, muss im Besitz eines Jagdscheins sein. Voraussetzung dafür sind ein Mindestalter von 15 Jahren, ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis und die geistige und körperliche Eignung, so das Bundesjagdgesetz. Neben viel Theorie besteht die Ausbildung zum Jäger zu einem großen Teil aus Waffenkunde und Schießübungen. Wie hier in der Jagdschule Fuchsbau in Nordrhein-Westfalen. Das Ziel der Schützen heute? Tontauben. Katrin Knappheide hat ein wachsames Auge auf ihre Schüler. Sie hat die Jagdschule gegründet und ist selbst passionierte Jägerin. Mit Flinten schießen ist anspruchsvoll. Desto besser man schießt, desto besser und weitgerechter kann man natürlich auch jagen. Deshalb darf man auch nach der Prüfung nicht aufhören zu trainieren. Man sollte immer regelmäßig auf den Schießstand gehen, um seine Schießfertigkeiten immer frisch zu halten und zu verbessern. In der Prüfung kriegt jeder 15 Tauben. Die wechseln ja die Stände, wie man sieht. Und davon müssen sie in der Prüfung 5 treffen. Und das muss man halt trainieren. So, alle bereit? Oh. Feuer frei. Von 15 Tauben 12 getroffen. Wird eine Herausforderung, ne? Also das erste Tier dann zu erlegen. Aber ich bin gespannt. Ja. Schießlehrer Thomas Welle wechselt den Stand. Hier schießen seine Schüler auf Rehe aus Pappe. Jagdschüler Christoph Dapper hat einen Bürojob und macht den Jagdschein nebenher in der Freizeit. Vorderes und hinteres Schussfeld frei. Die Waffe ist nicht komplett im Anschlag. Ne? Achte drauf, etwas mehr Vorlage, genau. Wichtig ist, nicht sofort aus dem Schuss rausgehen, im Schuss bleiben, auch jagdlich später ja wichtig. Man neigt dazu, in dem Moment, wo ich abdrücke und aus dem Schuss rausgehe, neige ich leicht zu verreißen. Also unbedingt Gewicht vorne halten, im Schuss drin bleiben und noch sich eine Sekunde Zeit geben. Das gehört zum Schuss dazu. Ich würde jetzt die Waffe auch munitionieren. Der Holzstab dient zur Abstützung des Gewehrs und somit einem sicheren Schuss. Spaß in der Hinsicht kann man eigentlich nicht direkt sagen. Das Schießen ist ja nicht das Alleinige, was zur Jagd gehört. Wir formulieren das halt immer sehr vorsichtig nach der Frage mit Spaß. Das ganze Hobby macht natürlich Spaß und dafür leben wir ja auch. Das ist eine Passion. Nur es ist immer sehr gefährlich, das Schießen direkt mit dem Spaß zu verbinden. Ja, weil man natürlich immer sehr schnell ausgelegt bekommt, okay, ich habe Spaß am Töten. Ja, und darum geht es bei der Jagd ja nicht. Punkte, damit natürlich ganz sicher bestanden. Er hätte sich locker einen Ausreißer leisten können, aber er steht gut, er hat die Ruhe. Tolles Schussbild, super Ergebnis. Zurück bei den Hunter Brothers. Für Paul und Gerold Reilmann ist die Jagd kein Hobby. Sie ist Leidenschaft und Geldquelle. Über 80.000 Fans bei Instagram verfolgen täglich, was die Brüder in Wald und Flur erlegen. Das bringt ordentlich Sponsorengelder. Die beiden sind Werbegesichter und Aushängeschild für Hersteller von Jagdartikeln. Heute hat Gerold einen Bock erlegt. Paul macht Bilder und Videos für den Hunter Brothers Kanal. Dabei müssen die beiden darauf achten, dass die Fotos nicht zu brutal sind. Vorgabe von Instagram. Von Instagram, YouTube, Facebook wirst du halt sehr drangsaliert, was du zeigen darfst, was du nicht zeigen darfst. Es wird nicht verboten, Fleisch zu zeigen, aber Blut. So. Und ich finde halt, dass
Das ist auch wiederum, das treibt diese Entfremdung in der Bevölkerung halt so krass voran, weil so, das ist vollkommen in Ordnung. Du guckst dir auf Instagram die ganze Zeit an, wie so Fisch gebraten wird und so das Steak wird geschnitten, so wird das Steak geschnitten. Das ist völlig in Ordnung, aber wenn ich das Stück Fleisch halt noch nicht zerlegt habe, wenn es einfach noch ein ganzes Tier ist, dann ist es auf einmal nicht mehr in Ordnung, dann ist es einfach, dann wird das auf Instagram als gewaltverherrlichend angezeigt, so, wo ich mir so denke, nein, 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 das ist nicht gewaltverherrlichend, so, das ist halt genau das Gegenteil, das ist einfach nur ein Lebensmittel in seiner Reinform und dass wir das in der Öffentlichkeit nicht mehr zeigen dürfen, das finde ich wirklich erschreckend. Sehr, sehr erschreckend, weil woher soll denn ein Kind irgendwann mal wissen, dass eine Wurst mal ein Schwein war? Wenn es noch nie irgendwo gezeigt wurde, beziehungsweise wenn es gar nicht gezeigt werden darf. Gerold Weidmannsheil zum Maibock. Weidmannstag. Da hast du dir aber einen speziellen ausgesucht heute. Mhm, das hab ich. Als Auftakt für das Jagdjahr. Ein guter Jährling. Mensch. Schön. Schön. Ich schnapp mir jetzt den Bock und bring ihn zum Auto. Und ich bring Gewehr und Schießstock mit. Der einjährige Rehbock muss jetzt so schnell wie möglich in die Kühlkammer. Im Auto liegt schon ein weiterer Jagderfolg des Tages, ein weibliches Tier. Ja, Gerold, ich bin einmal gespannt. Ich glaube, mein Schmarri ist noch ein bisschen schwächer als dein Bock, aber das habe ich, ja, jetzt ist jetzt eine Stunde her, als ich auf dem Hochsitz war, habe ich dieses Schmarri erlegt. Das kam zusammen mit einem Bock, der war ungefähr so wie der hier. Aber an der Stelle im Revier, wo er gerne älter werden darf. So, zwei Rehe an einem Morgen. Perfekt. Soll das Gewehr gleich wegfallen? Nee, brauchen wir noch. So, fahren wir zum nächsten Spot. Mit der Jagd verpflichtend verbunden ist die Hege. Hege heißt, sich um sein Wild zu kümmern. Auch um die nicht bejagten Arten. Paul und Gerold füllen hier regelmäßig Salz für das Wild auf. Die Pflanzen, mit denen die Tiere normalerweise ihren Salzhaushalt auffüllen, kommen immer seltener vor und enthalten aufgrund des Salzmangels im Boden nur noch wenig wichtige Mineralien. Um das Wild trotzdem damit zu versorgen, kommen Salzsteine zum Einsatz. Paul hält den Bestand im Revier auch mit Hilfe von Wildtierkameras im Auge. Die arbeiten mit Bewegungssensoren. Das Coole an den Kameras ist, die hängst du einmal am Baum, lässt dann einfach 4 Wochen lang Ruhe und das Tier rennt davor weg, weil kriegt gar nicht mit, dass es quasi beobachtet wird. Und ich habe dadurch einfach über kurz oder lang einen schönen Überblick, was so in meinem Wald lebt. Hege und Pflege des Wilds und die reine Beobachtung sind ein wichtiger Bestandteil des Jägerdaseins. Und dennoch. Das Erschießen von Tieren polarisiert. Ist die Jagd wirklich notwendig? Peter Höfken ist Tierschutzaktivist bei PETA. Für ihn gehört die Jagd, zumindest die Jagd als Freizeitbeschäftigung, komplett abgeschafft. Man sieht auf den Hochsitzen, dass kein Jäger mit Tränen in den Augen da sitzt und ein Tier tötet, sondern es geht ihnen um den Kick. Und das hört man auch in den Gesprächen raus, wenn sie über ihre Leidenschaft sprechen. Das wird auch teilweise ganz offen zugegeben. Natürlich, wenn es bei offiziellen Veranstaltungen um das Thema geht, dann werden natürlich andere Gründe vorgeschoben, warum auf einmal ganze Tiergruppen dezimiert werden müssen. Tierschützer und Jäger stehen sich meist unversöhnlich gegenüber. Grundlegend unterschiedliche Überzeugungen, wenn es um Tierschutz und Ökologie geht, machen es schwer, aufeinander zuzugehen. Die Jagd zielt darauf ab, unschuldige Lebewesen auf oft sehr gewaltsame und grausame Weise umzubringen. Und das aus Gründen einer Hobbyausübung, also rein zum Spaß. Ich glaube, dass Tiere nicht dafür da sind, damit wir Spaß mit ihnen haben, damit wir sie essen oder sich mit uns mit ihrer Haut bekleiden können. Sie sind Teil dieser Umwelt und gehören auf die Welt, genauso wie die Menschen auch. Tierschutzbedenken halten die Schüler der Jagdschule Fuchsbau nicht von ihrem Vorhaben ab. Sie wollen das grüne Abitur machen. So wird die Jagdprüfung von Jägern bezeichnet. Sie ist staatlich anerkannt und besteht aus 3 Teilen. Neben Schießprüfung auch schriftliche und mündliche Prüfung. Zur Theorie gehört auch Wildbiologie und Tierkunde. Sie legen in der Regel 4 Eier. Wie sehen denn von der Waldschnepfe die Eier aus? Weiß es zufällig jemand? Braun gesprenkelt? Ja, braun gesprenkelt.
Der Grundton ist auch so beige-braun und braun gesprenkelt. Wildkrankheiten, Jagdrecht, Tierschutz, Waffenkunde, Hundewesen. Alles Bestandteile der Jagdtheorie. Sven Römer hat einen Bürojob in Bochum. Sich das enorme Wissen eines Jägers anzueignen, ist für ihn eine Herausforderung. Sehr viel Input. Also ist so bis jetzt voraussichtlich die härteste Prüfung, die ich jetzt hatte, auch vom Stoff her, vor einer kurzen Zeit. Aber es macht trotzdem sehr viel Spaß und ist interessant. Seit mehreren Jahren bildet Katrin Knappheide Jungjäger aus. Und schon über ein Jahrzehnt geht die Falknerin und Hundeführerin selbst auf die Jagd. Gibt's was Schöneres als Job, als seine eigene Leidenschaft anderen zu vermitteln? Eigentlich ja nicht. Das ist doch das, was das Großartige daran ist. Und wir haben natürlich nicht nur den Auftrag zu sagen, wir möchten, dass die Leute die Prüfung bestehen. Klar ist das ein Primärziel. Aber man möchte den Leuten ja auch was mit auf den Weg geben. Man möchte den Leuten eine gewisse Ethik mitgeben, eine gewisse Moral mitgeben. Man möchte die Leute dazu anregen, über gewisse Dinge auch nachzudenken, so dass wir unsere Natur, die wir haben in unserer Kulturlandschaft, nachhaltig nutzen können. Ich habe Lehrerinnen in den Kursen, also ganz normale Familienväter oder Mütter eben. Also wirklich, da gibt es kein klassisches Klientel. Aus der Stadt, vom Land, von allen. Wir machen noch einmal kurz Wiederholung bei den Geweihen. Was haben wir denn hier? Schmalspießer. Schmalspießer, warum? Wegen den Zwiebeln. Weil er Zwiebeln hat. Ja? Was haben wir hier? Ein Bock. Ja, ein Rehbock. Wie würden wir den bezeichnen? Sechsender. Ja, und diese Knubbel hier drauf, wie nennen wir die? Das ist die Perlung. Das ist die Perlung, genau. Und das hier? Die Rosenstöcke. Also die, sind das die Rosenstöcke oder die Rosen, das Runde? Die Rosen. Und die Rosenstöcke sind was? Sind da drunter. Ja, genau, die sind da drunter. Tiere gehören zu meinem Leben. Also ich habe selber zwei Hunde. Wir haben die Greifvögel zu Hause. Ich habe Frettchen zu Hause. Und ich liebe meine Tiere natürlich, aber ich liebe halt generell Tiere. Ja? Wenn ich aus dem Fenster gucke und ich sehe die Hasen über die Fläche höppeln, freut mich das einfach. Dass, also ich fühle mich wohl in der Verbindung mit Tieren. Die Jagdausbildung kann man bei Katrin Knappheide in mehreren Monaten oder in einem 2,5-wöchigen Kompaktkurs absolvieren. Ja, genau. Warum ist es ein Schmalspießer? Die Schüler werden pro Fachgebiet zwischen 15 und 20 Minuten geprüft. Pro Fachgebiet. Und wir haben 5 Fachgebiete. Da kommt schon einiges an Fragen zusammen. Und in der schriftlichen Prüfung gibt es einen Fragenkatalog, der besteht aus 2516 Fragen. Diese Fragen müssen die natürlich drauf haben, weil 100 daraus werden nach Zufallsprinzip ausgewählt. Das ist schon viel Stoff. Und ab 75% hat man erst eine 4. Genau. Also nicht 50% oder irgendwie sowas? Nein, nein. Sondern es ist tatsächlich so, dass man, ich sag mal, nur volle Punktzahl ist eine 1. Fast 500.000 Menschen in Deutschland haben bereits einen Jagdschein. Laut Deutschem Jagdverband kommen sie aus der Mitte der Gesellschaft. Etwa 20% arbeiten in Dienstleistungsberufen, 11% sind Handwerker, 14% Schüler und Studenten. Und die Jagd ist schon lange keine Männerdomäne mehr. Der Frauenanteil an den Jagdschulen steigt. Immer mehr Frauen begeistern sich dafür, die Natur auf diese ganz besondere Art zu erleben, den Wald zu schützen und Wildfleisch zu gewinnen. Felicitas Schauer ist eine von ihnen. Sie ist 24 Jahre alt, nebenamtlich bayerische Jagdkönigin und hauptamtlich Bestatterin. Zwei Jobs, die sich gut ergänzen, findet Felicitas. Wir arbeiten 24/7. Es gibt keinen Moment, wo ich frei habe, weil den Tod kann man nicht planen. Das heißt, ich bin immer erreichbar. Ich habe untertags viele Telefonate, die ich führen darf, viele Gespräche, die ich führen darf. Und wenn ich dann aber am Abend rauskomme und einfach diese Ruhe und diese Stille wieder bekomme, um einfach mal wieder auf mich zu hören, das ist wunderschön. Felicitas hat seit 2017 ihren Jagdschein und seit 2022 ist sie Repräsentantin des Bayerischen Jagdverbandes. Spuren von Wild sieht sie überall in ihrem Revier, da wo es gelaufen ist und wo es Blätter angeknabbert hat. Also hier neben mir seht ihr so ein
Weg quasi. Das nennt sich Wechsel, weil hier das Rehwild lang wechselt. Also wenn es zu seinem Platz geht, dann läuft es quasi immer hier lang, immer den gleichen Weg. Drum schaut es aus, so ein bisschen wie so ein Trampelpfad. Ich persönlich gehe nicht drauf, das ist der Weg vom Reh, drum laufe ich daneben her. Das Verbissgutachten, also es wird alle paar Jahre gemacht. Da wird dann angeschaut, wie viel Verbiss ist im Wald. Und aufgrund dessen wird unser Abschlussplan festgelegt. Also wie viel Rehwild wir erlegen müssen. Haben wir wenig Verbiss, müssen wir weniger Rehwild schießen. Haben wir mehr Verbiss, müssen wir mehr Rehwild erlegen. Es geht um die Holzwirtschaft. Es geht einfach darum zu gucken, ja, wenn die Bäume natürlich angefressen werden, gerade der Haupttrieb, also hier der große, dann wachsen die auseinander und dann sind die für die Holzwirtschaft einfach unbrauchbar. Und darauf muss man einfach achten. Um zu viel Verbiss zu vermeiden, geben die Behörden jedes Jahr einen Abschussplan vor. Der bestimmt, wie viel Wild die Jäger in jedem Revier erlegen müssen. Ich mag das echt gern, sowas zu sehen, sowas zu suchen, mich damit zu beschäftigen, weil ich dann auch einfach weiß, mein Wild geht's gut, ich hab noch Wild, das ist genau das, was ich will. Jagd ist eine Lebenseinstellung und eine Lebensphilosophie, weil man muss dafür ein Stück von seiner Persönlichkeit geben und von seinem Leben. Wenn man das sich nicht traut oder sagt, nee, ich möchte es eigentlich nicht, ich möchte mein Leben so weiterleben und das würde ich gerne so ein bisschen nebenher machen, dann ist es nicht das Richtige. Man muss sich mit der Natur einfinden und im Einklang sein, weil ansonsten ist man da fehl am Platz. Wald und Natur sind für mich Heimat, sind für mich Zufluchtsort, wenn mir alles zu viel wird. Das ist für mich alles, weil es mir einfach meine Ruhe und meine Selbstzufriedenheit wiedergibt. In Felicitas Elternhaus dreht sich alles um die Jagd. Ihre eigene Leidenschaft für das Weidwerk entdeckte sie bereits als Kind. An das Erlebnis Natur und Wald und auch an die Jagd wurde sie herangeführt, als ihre Mutter den Jagdschein machte und sie kurzerhand auf den Hochsitz mitnahm. Heute jagt die ganze Familie im gepachteten Wald. Zu Beginn sitzt man dann auch mit dem Jäger draußen, um das einfach kennenzulernen, wie das ist. Und da habe ich die Feli auch schon mitgenommen. Manchmal vielleicht nicht immer freiwillig, aber damals mit 5, 6, 7 Jahren konnte ich sie ja nicht allein daheim lassen. Also musste sie mit. Und ich glaube, das war dann schon so der Beginn vom Interesse. Gerade wenn man dann sagt, da hoppelt der Hase ziemlich nah an der Kanzel vorbei oder das Reh kommt unterm Sitz durch. Und das, glaube ich, ist für Kinder schon auch ein tolles Gefühl, wenn man die Tiere so nah erlebt, ohne dass sie einen mitkriegen. So verwundert es nicht, dass sich Felicitas hier am wohlsten fühlt. Mitten in der Natur. Als Jägerin tritt sie laut neuer Studien in steinzeitliche Fußstapfen. Unsere Vorfahrinnen waren wohl nicht nur in der Höhle und passten auf die Kinder auf, wie es das Klischee oft nahelegt. Sie gingen auch jagen. Das ist lange her. Die Jagd fasziniert Frauen aber noch heute. Jeder Ansitz hat eine andere Leichtigkeit, eine andere Schönheit zu bieten, weil jeder Tag ist anders. Und ich genieße es einfach, ich genieße es, wieder rauszugehen in die Natur und durchzuatmen. Einfach mal wieder zu mir zu finden und zu gucken. Das ist einfach was Wunderschönes. Und wenn ihr jetzt nach vorne schaut, dann ist da ein Reh, und zwar direkt da vorne in der Deckung. Da vorne in der Deckung, da ist was Rötliches. Bock, der bleibt stehen, weil er eine verdammt gute Genetik hat, die er weitergeben soll. Der steht auch verdammt gut im Bild. Das heißt, er hat viele Muskeln, er hat richtig viel Fleisch, was er bieten kann. Sowas jagen wir nicht. Dieser Bock soll sich vermehren für eine starke Population im Wald. Auch Felicitas Vater ist Jäger, wie alle im Hause Schauer. Angrenzend an die Garage hat sich die Familie einen sogenannten Zerwirkraum eingerichtet. Das Fell abziehen heißt in der Jägersprache aus der Decke schlagen. Danach wird das Tier grob unter anderem in Innenfilets, Rücken, Vorderläufe und Hals zerlegt. Zerwirkt, wie es der Jäger ausdrückt. Felinobräutig da herüben. Das ist jetzt wieder der Punkt, wo wir furchtbar aufpassen müssen, weil hier
Siehst du die Teile da, ja, den Bereich? Da wächst es gut ans Fleisch. Und wenn wir hier einfach nur anreißen, dann haben wir das Wildbrett eben, das heißt, entwertet. Das heißt, wir versuchen einfach hier ganz, ganz locker, aber mit dem Messer immer am Fleisch und an der Decke, damit wir eben diese Bereiche, siehst du, das ist zum Beispiel so einer, ja, und der ist richtig festgewachsen. Und wenn wir den jetzt eben einfach nur wegreißen, dann haben wir die Wildbrettentwertung und das wollen wir nicht. Man erlegt es, man hat die Achtung vor dem Wild und da gehört das ordentliche Zerlegen einfach dazu. Und erst wenn es dann im Vakuumbeutel ist und dann auf dem Tisch liegt, dann bin ich auch richtig zufrieden. Und um die Zufriedenheit zu erreichen, muss man einfach die Arbeit machen. So. Und schon haben wir die zweite Schulter. Selbsterlegtes Wildschwein kommt bei der bayerischen Jagdkönigin und ihrer Familie heute in Form von Leberkäse auf den Tisch. Der Metzger ihres Vertrauens hat ihn vorbereitet. Felicitas musste ihn nur noch in den Ofen schieben. Mittagessen unter Jägern. Das war die erste Wild, die wir am Jahrding mal erlegt haben. Ja. Da wird sie auch gut gegessen. Mhm. Seitdem war nichts mehr an der Kehrung. Nichts mehr an der Kehrung, ne? Ein königliches Menü. Auf die Jagd nach einem königlichen Menü macht sich auch Stadtjäger Hans-Jürgen Tschuppe. In Berlin-Teltow geht es im Nachteinsatz gegen Wildschweine. An seiner Seite Dackeldame Quinta. Etwa 5000 Wildschweine leben laut Experten in Berlin. Aus den brandenburgischen Wäldern ziehen die Rotten vor allem in die Außenbezirke der Hauptstadt. Natürliche Feinde haben sie hier nicht. Wir haben heute in unserer Kulturlandschaft ein Riesenproblem. Die Natur reguliert sich nicht mehr von selbst. Wir haben Hirsch, Schwein, Reh und viele andere Tiere, die sich natürlich unter den heutigen Bedingungen hier hervorragend angepasst vermehren. Das heißt, wir müssen die Bestände regulieren. Und dafür braucht man Jäger. Wildschweinjagd ist Nachtjagd. Gerade im städtischen Raum bekommt man die Schwarzkittel tagsüber kaum zu Gesicht. Rund 2500 Sauen erlegen die Berliner Jäger jedes Jahr. In meinem Revier sind etwa so 40, 50 Wildschweine, die sich hier aufhalten. Teilweise sind sie auch in anderen Revieren, das ist ja sehr übergreifend, das Wild unterwegs. Es ist nicht nur an einem kleinen Ort gebunden. Die sind die Nacht schon mal 10, 15, 20 Kilometer unterwegs. Besonders bei Landwirten sind Wildschweine unbeliebt. Auf der Suche nach Nahrung können sie innerhalb einer Nacht ganze Maisfelder zerstören. In Stadtnähe wüten sie häufig in Vorgärten. Und sie sind eine Gefahr für den Straßenverkehr. Jäger Tschuppe hat ein Tier ausfindig gemacht. So, Kinder, komm. Na, hier, Suchfund. Komm hier. Na, na, fein. Fühlen sich Wildschweine bedroht, können sie auch angreifen und zur Gefahr werden. Sie sind schnell, stark und haben scharfe Zähne. Da kam an, marschiert der Bursche auf mich zu. Der Hund hat ihn noch ein bisschen abgehalten. Zwei Schüsse brauchte ich dann doch, dass er etwa so 3 Meter von mir zum Liegen gekommen ist. Und das ist dann schon eine Sache, die in Sekunden abläuft, wo man sehr schnell handeln muss. Denn der Jäger, der mich begleitet hat mit einem Gewehr und mich sichern sollte, der hat die Waffe noch nicht mal in der Hand gehabt. Und das sind so Erlebnisse, die prägen einen, lassen einen auch vorsichtig werden und immer wieder ins Bewusstsein gelangen, wie wehrhaft Wild sein kann. Und das ist beim Wildschwein nicht so ohne weiteres. Wir haben ja hier Gewichte, die so 2 Zentner und darüber sind. Und wenn die in Fahrt kommen, da hat man keine Chance. 3 Stunden hat die Jagd gedauert. Aber damit ist die Arbeit des Stadtjägers noch nicht getan. Das Wildschwein, was jetzt erlegt worden ist, das wird dann abgeschwartet und zerwürgt, wie der Jäger sagt in seiner Sprache. Und wir stellen das Wildbrett dann für die Bevölkerung zur Verfügung. Viele kennen uns, haben auch schon bestellt. Sozusagen der Freund nebenan, der Nachbar, Verwandte und Bekannte. Und er weiß, dass es beim Jäger Wild zu kaufen gibt. Zu Hause bei den Hunter Brothers in Mecklenburg-Vorpommern.
Wie in jedem guten Jägerhaushalt hängt hier alles voller Trophäen und Erinnerungen an Jagdreisen. Gerold ist inzwischen ausgezogen. Sein altes Kinderzimmer dient den beiden nun als Büro. Das ist mehr unser Hunter Brothers Hauptquartier. Hier werden Filme geschnitten, Kameras aufgeladen. Hier sitzen wir auch abends manchmal gern zusammen. Die Brüder leben von ihren YouTube-Videos und Instagram-Posts rund um die Jagd. Wir haben zum Beispiel auch hier natürlich den Wolf. Den haben wir sehr oft auf der Wildkamera. Davon gibt es ja sehr, sehr viele bei uns in der Region. Oder Schweine natürlich. Filme wie diese drehen sie selbst. Sie zeigen die Schönheit der Natur. Aber auch unverblümt die Realität des Jagens. Und jetzt pushten wir gerade über eine Wiese. Ja, und dann plötzlich stand der passende Bock vor uns. Ein sehr guter Bock. Ich denke, sehr starke Rosen hat der Bock. Ja, gehen wir mal hin. Für Videos wie dieses bekommen die Brüder tausende Likes. Oh ja, das war die richtige Entscheidung, den Bock zu erlegen. Wahnsinn, hat der ein großes Haupt. Das ist doch ein klasse Bock. Select. Select. Also quasi nur ein Gabler. Super Abschussbock und ja, wenn man den Bock aufs Haupt guckt, sieht man auch direkt, dass der Bock das Alter hat. Die Rosen sitzen tief, das Haupt ist breit, ein eisgraues Gesicht. Ja, Ast rein, so wünscht man sich das. Weidmannsheil. Das ist irre. Der Bock ist, ich würde schätzen, 7 Jahre alt, Kiefer. Guck mal hier, Paul, die Schneidezähne. Und noch hinten ein bisschen was, oder? Das ist schwierig. Ja, hinten ist immer schwierig, aber ich würde sagen, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, den Bock zu erlegen. Bin da sehr, sehr glücklich mit. Erfolgreicher Abschluss der Morgenpush, würde ich sagen. Die Brüder bekommen aber nicht nur positives Feedback, sondern auch viel Kritik von Tierschützern. Bis hin zu offenem Hass. Du achtest als Jäger kleinlichst darauf, dass du dem Tier kein Leid zufügst. Dass es dann doch mal passieren kann, weil du menschlichen Fehler machst, weil auch mit deinem Gerät irgendwas nicht stimmt. Ich meine, so ein Schuss, du triffst irgendeinen Ast im Wald und deine Kugel wird abgelenkt und du hast das Tier krank geschossen. Natürlich kannst du darauf achten, dass du niemals schießt, wenn Äste im Weg sind. Aber der Tag wird kommen, wo da irgendwo ein Ast ist, den du nicht gesehen hast. Und dann kann es sofort passieren, dass du ein Tier ein Bein abschießt, dass du das irgendwie verwundest. Und dann ist Tierleid da. Und das ist aber auch für jeden Jäger ganz, ganz fürchterlich. Und jeder tut alles dafür, das zu verhindern. Nach dem Schuss beginnt die sogenannte Nachsuche oder auch Schweißarbeit. Schweiß, so nennen Jäger das Blut der Tiere. Wurde der Bock tödlich getroffen? Ja, ein Blattschuss. Der auch Kammerschuss genannte Treffer in Herz oder Lunge führt zum sofortigen Tod des Wildes. Dass man beim Jagen Tiere tötet, das ist so. Das braucht man auch nicht abstreiten. Wir wissen, dass das, was wir tun, richtig ist. Weil wir wissen, die Population wächst so und so schnell an. Hier in unseren heimatlichen Gefilden können wir nicht darauf setzen, dass es sich über Krankheiten und Großpredatoren reguliert. Also müssen wir Wildbestände von Hand regulieren, indem wir Wild entnehmen. Wer wirklich sagt, die Natur soll das über Krankheiten und Parasiten regeln, der ist auf jeden Fall ein richtiger Tierquäler. Genau, das würde ich auch so sagen. Genau das ist aber das Argument von Tierschutzaktivisten. Die sagen, die Natur sortiert selbst aus, auch durch Witterungsbedingungen und Nahrungsverfügbarkeit. Es gibt immer wieder Seuchen und das ist natürlich ganz schlimm, auch für die Wildtiere, muss man sagen. Aber das ist in der Natur auch ein Regulativ, um eben, ja, dass sich die stärksten Tiere weiter fortpflanzen, die Kranken sterben, die kranken Tiere werden vielleicht von einem Beutegreifer gerissen.
Wenn die Jäger jetzt eingreifen und sagen, okay, wir schießen jetzt auf Tiere, dann schießen sie ja nicht nur auf kranke Tiere, sondern Jäger schießen vor allen Dingen die gesunden Tiere, die schönen Tiere mit, den, ja, mit dem tollen Fell, mit dem tollen Geweih. Darauf haben es die Jäger in Wirklichkeit abgesehen. Die Hunter Brothers jedenfalls sind stolz auf ihre Trophäen. Gehen wir mal noch in mein Zimmer. Da gibt es auch ein bisschen was zu gucken. In Pauls Zimmer gilt scheinbar, jeder Zentimeter ohne Geweih ist ein verlorener Zentimeter. Also das ist der stärkste Hirsch, den meine Familie bis jetzt so erlegt hat. Und so, das hier wiegt jetzt genau 11 Kilo. Oder 11,7 so sogar, genau. Hier, das ist ein Impala aus Namibia. Dann haben wir hier einen Springbok aus Namibia und einen Oryx aus Namibia und einen Gnu aus Namibia und einen Warzenkeiler. Aber wir haben hier auch zum Beispiel einen Rothirsch aus Schottland und einen Siegerhirsch aus Irland, Gams aus Österreich, Mundjak aus England, Elch aus Schweden. Ja, und ja, für viele Leute sind das jetzt nur Trophäen, sag ich mal. Oder die sagen, ja, das, du bist ein Trophäenjäger, aber für mich ist halt jedes einzelne Horn oder jedes Geweih, was hier hängt, halt eine Erinnerung, eine Geschichte. Für mich sind das jetzt so keine Trophäen, sondern meine Jagdgeschichten halt. Und die mir aber auch wirklich nur einfallen, wenn ich quasi mir die Trophäe angucke. Von selbst erlegten Trophäen sind die Jagdschüler von Katrin Knappheide noch mindestens eine Prüfung entfernt. Heute steht der Theorieteil Waffenkunde auf dem Programm. Der findet auf dem Outdoor-Übungsbereich der Schule statt. Die Schüler müssen hierbei viele Details beachten, vor allem im Umgang mit der Schusswaffe. Ist schon ziemlich, also die Sicherheit muss immer gegeben sein. Also ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ne? Also Spaß im Sinne, sicherlich macht das Spaß. Es ist schon ein gutes Gefühl, ja. Heute simuliert der Trainer eine Treibjagd im Wald, bei der es ganz klar definierte Abläufe gibt. Die Schlüpfe kommt auf dich zugeflogen, heißt also, die will ich im Flug, kommt sie quasi auf dich zugeflogen. Du musst mit der Flinte mitziehen, ja, geh in Anschlag, so, und bitte schießen. Jawohl. Die Schlüpfe fällt runter. Ja. Guck mal, jetzt liegt sie da. Ja. Müssen wir mal kurz gucken. Hast du schon mal Schlüpfe gesehen? Ja. Ja, komm mal mit, wir gucken sie mal an. Bei der Prüfung wärst du jetzt durchgefallen. Du hast deinen Stand verlassen. Ah, klasse. Bin ich durchgefallen. Genau. Der Jagdschein wird die Schüler berechtigen, Waffen zu erwerben, zu besitzen und auf der Jagd zu führen. Eine große Verantwortung. Die Prüfer sind bei der Waffenkunde deshalb besonders penibel. Fehler, die Menschen, aber auch Tiere gefährden könnten, werden sehr streng bewertet. Ihr seid hier, um das zu lernen. Genau, wir sind Schüler. Ihr seid Schüler und deshalb machen wir solche Sachen mit euch. Wir führen euch natürlich in Situationen, wo man die Fehler eben macht. Ja, genau. Weil die macht man hier. Hier ist es noch in Ordnung. Die dürfen einem später nicht mehr passieren. Ja, und aus Fehlern lernen. Ja. Die Brüder Paul und Gerold Reilmann waren heute erfolgreich auf der Jagd. Einen Bock und ein Schmalreh haben sie geschossen. Die müssen jetzt zerlegt werden. So. Dann brechen wir mal auf. So, Georg, ich würde sagen, du brichst auf und ich stell die Waffen in den Schrank. Nach dem Erlegen ist das richtige Aufbrechen und Versorgen des Wildes entscheidend für die sogenannte Wildbrethygiene und damit die Fleischqualität. Erlegtes muss möglichst schnell aufgebrochen und die inneren Organe entnommen werden. Jetzt gerade schneide ich den Enddarm raus. Den ziehen wir dann gleich raus. Zack. Für mich ist das jetzt einfach nur noch Lebensmittelproduktion. Das hat nichts mit Ekel zu tun, in meinen Augen. Also, das gehört einfach dazu. Da war ich auf jeden Fall noch sehr jung, als mein Papa mir das gezeigt hat. Und ich habe
das dann. Also mit einem Jagdschein muss man es dann lernen, sag ich mal. Aber natürlich hat mein Papa mir das schon viel, viel früher gezeigt. Ich habe das dann schon viel früher gemacht. Genau. Dieser Rehbock kommt erstmal in die Kühlung. Ein Tier, das schon ein paar Tage in der Kammer hängt, wird von Paul für den Grill vorbereitet. Perfekt. Also man denkt, das ist jetzt was, eine große Sache, aber also hier auf dem Dorf können das eigentlich noch die meisten Leute. Also so mit Jagdgegnern oder sowas, mit sowas wird man natürlich hier auf dem Dorf überhaupt nicht konfrontiert. Also ich weiß noch, also zu Schulzeiten auf dem Gymnasium, es gab einfach niemanden, der mich dafür kritisiert hat, dass ich Jäger bin, weil einfach jeder hat irgendwie einen Onkel oder einen Nachbarn oder so, der Jäger ist und dementsprechend war das sehr akzeptiert. So, das ist jetzt die sogenannte Trophäe. Also tatsächlich werden wir die abkochen und auch ja, fertig machen, um sich den an eine Wand zu hängen. Keine schöne Trophäe, aber selten. Dahin. Die Brüder können sich ein Leben ohne Jagen nicht vorstellen. Tierschützer würden die Jagd am liebsten abschaffen. Es gibt zum Glück schon erste jagdfreie Gebiete in Europa. Und man sieht ganz deutlich, dass die Schauermärchen der Jäger, dass es immer mehr Wildtiere gäbe oder dass Krankheiten grassieren würden, dass sich das nicht bewahrheitet. Ein gutes Beispiel ist Luxemburg, wo seit mittlerweile 8 Jahren die Jagd auf Füchse verboten ist. Die Population ist stabil. Es grassieren keine Krankheiten, es ist alles in bester Ordnung. Und ein ähnliches Beispiel haben wir auch in der Schweiz, im Kanton Genf. Man sieht, die Populationen sind stabil. Die Hunter Brothers lassen diese Argumente nicht gelten. Die Jagd als Lebensinhalt. Das selbst erlegte und gegrillte Wild lässt sich die ganze Familie schmecken. Rind- oder Schweinefleisch aus dem Supermarkt kommt fast gar nicht mehr auf den Teller. Die Menschen kaufen halt ihre Lebensmittel im Supermarkt und sind sich nicht mehr bewusst, ja, dass dafür auch mal ein Tier sterben musste. Also es ist schon krass, wenn dich Leute halt auf Instagram, sag ich mal, wirklich kritisieren dafür, dass du so Mörder, also Mörder ist halt das, wie wir meistens bezeichnet werden. Wenn sie einfach nur das auf einer Karte bestellen und sich das kommen lassen, dann ist das in Ordnung für sie. Aber einfach diesen Job, der vorher gemacht wurde, den sie mit ihrem Geld bezahlen, wenn man das einfach selber macht, dann ist das nicht in Ordnung. Wenn ich ehrlich bin, lebe ich jetzt so genau das Leben, was ich mir als kleiner Junge so erträumt habe, definitiv. Also ich wollte nur angeln, ich wollte nur jagen. Und wenn es irgendwie geht, wollte ich dann auch noch am besten die ganze Welt bereisen und da auch noch jagen. Und ich habe auch kein Problem damit zu sagen, dass mir Jagd Spaß macht. Weil also ich habe definitiv Spaß dabei, mir zu überlegen, ja, was möchte ich heute jagen, wo gehe ich hin und ja. Und wenn ich dann am Ende mir so einen groben Plan geschmiedet habe und der geht dann auf und ich habe am Ende einen guten Schuss angetragen, dann bin ich nach einer Jagd einfach glücklich. Und das sind so spezielle Gefühle, sag ich mal, die man mit nichts anderem beschreiben kann. Seit Urzeiten gehen Menschen auf die Jagd. Sie hat Tradition und ist heute Trend. Für die einen Tierquälerei. Für andere Beruf und vor allem Leidenschaft. Die Jagd. Sie fasziniert und polarisiert. Verbindet mit der Natur und greift in sie ein. Wenn sich die Sonne neiget, der feuchte Nebel steiget, mein Tagwerk ist getan. Dann zieh ich von der Heide zur häuslich stillen Freude. Ein froher Jägersmann. Ein froher Jägersmann.